Also ich habe 1975 bei der Feuerwehr Düsseldorf angefangen und der Grundausbildungslehrgang war ein Doppellehrgang. Das hieß, wir fingen mit ca. 60 Leuten in einem Schulungsraum an. Das war eine ganze Menge und im Verhältnis zur heutigen Ausbildung war die Ausbildungsphase relativ kurz, aber sie war gründlich. Keiner von uns Auszubildenden hatte das Gefühl, irgendwas fehlt da noch oder wir sind nicht genug vorbereitet auf den Beruf. Im Gegenteil, wir brannten im wahrsten Sinne des Wortes darauf, endlich den Lehrgang zu beenden und auf die Menschheit losgelassen werden zu können. Denn wir waren ja die Besten der Besten, klare Sache. Wie konnte es auch anders sein? Was mir allerdings im Nachhinein immer wieder auffiel, der Rettungsdienst, der war noch sehr, sehr spärlich, nicht nur was Ausbildung anging, sondern auch was die Ausstattung anging. Und der Rettungsdienst war ein ganz großes Steckenpferd von mir. Kurioserweise könnte man so sagen, bin ich unmittelbar nach meiner Ausbildung selber Ausbilder im Rettungsdienst geworden. Das hing damit zusammen, dass ich ein Biologiepraktikum gemacht habe und meine eigenen Ausbilder während dieser Phase des Auszubildenwerdens irgendwie mit Neuronen und Synapsen und so weiter verblüfft habe. Und da haben die gesagt, boah, den können wir gebrauchen. Da war ich also ein ganz junger Ausbilder und man muss sagen, wir haben gerade mal 40 Stunden Grundausbildung gehabt in Erste Hilfe. Also wir lernten, wie man mit Dreiecktüchern Verbände anlegt, wie man einen Druckverband anlegt, natürlich die stabile Seitenlage, aber auch praktische Übungen, wie man einen Patienten im Tragestuhl in einem Treppenhaus rauf und runter trägt. Also es waren so die ganz großen oder auch kleinen Basismaßnahmen. Und mit diesem Basiswissen, was natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was heutzutage oder später auch vorher, vor meiner Ausscheidung aus dem Dienst, geleistet wurde und gelehrt wurde, überhaupt nicht zu vergleichen. Also wir kamen dann auf die Wachen. Ich war mit einem jungen Kollegen, der ebenfalls im Grundausbildungslehrgang war, nach der Feuerwache 3 auf die Münsterstraße gekommen. Und ich weiß es noch genau, es war Sommer, ziemlich warm. Wir saßen in dem kleinen Gärtchen oder auf so einer grünen Wiese hinter der Feuerwache. Die gliederte sich da an, diese Wiese gehörte zum Wachgelände. Und wir bibberten, denn wir hatten die sogenannte zweite Unfallreserve. Im Klartext, für alle, die das nicht kennen, es fährt erst, wenn es alarmiert, zum Notfall ein Rettungswagen raus. Wenn der weg ist, kommt die erste Unfallreserve, das ist ein Krankenwagen gewesen. Und wenn der auch rausfährt, dann wären wir zwei dran gewesen. Standardmäßig hätte man eigentlich nie gerne zwei junge Feuerwehrleute, unerfahrene, muss ich dazu sagen, alleine losgeschickt. Aber zweite Unfallreserve, ja mein Gott nochmal, woher soll man das ganze Personal nehmen? Also waren wir auch dran. Nur, wir hatten gebibbert. Der erste Gong, RTW raus, zweite Gong, erste Unfallreserve raus. Oh Gott, haben wir gedacht, hoffentlich, bitte, bitte nicht. Aber das Schicksal ist unerbittlich. Der dritte Gong kam, Einsatz für die zweite Unfallreserve, Geburt, Stichwort Geburt. Man kann sich vorstellen, bei uns ging der Puls sofort auf 100. Losgerannt in den Rettungswagen rein, zur Einsatzstelle gefahren. Und das Erstaunliche für uns, es war eine der ersten Fahrten überhaupt, mit Blaulicht und Martinhorn. Donnerwetter, die anderen hielten wirklich für uns an. Das war schon ein erhebendes Gefühl. Jetzt kommen wir an der Unfallstelle an. Ich kürze das mal ab. Die Natur nahm ihren Lauf. Das Kind, was übrigens nicht das erste von dieser Frau war, ich glaube, das war das vierte oder fünfte, kam also mehr oder weniger geschmeidig von alleine. Wir haben dann, den gab es damals schon, einen Notarzt nachgefordert, das musste man auch, haben aber tatsächlich selber die Nabelschnur schon durchgetrennt. Und wir wussten auch, dass man ein Kind nicht, ein Neugeborenes, einfach hochreißt denn dann läuft das Blut aus dem Kind durch die Nabelschnur in die Mutter wieder zurück. Also da waren schon Kenntnisse, aber trotzdem, das war alles noch sehr vage. Gut, Nabelschnur abgetrennt, Notarzt kommt, alles in Ordnung, Jungs, gut gemacht. Jetzt mussten wir, die Patientin wurde von dem Notarzt übernommen, nach Feuerwache 1 fahren. Dieses Entbindungsbesteck, das war so ein kleines Täschchen, da war eben das Nötigste drin. Nannte sich hochtrabend Entbindungsbesteck, hat aber gereicht, um mit der Schere die Nabelschnur zu durchtrennen. Das musste man sich neu holen. Wir kommen auf die Wache, hier auf diese Feuerwache 1, wo wir jetzt uns befinden, gehen auf die Kammer und sagen, wir brauchen voller Stolz, mit solch geschwellter Brust, ein neues Bindungsbesteck. Der alte Haudegen hinter der Theke, den hat das gar nicht tangiert, nicht? Der ging nach hinten in seine düsteren Gänge, warf uns dann so lapidar so ein neues Ding, hier Jungs, habt ihr. Und wir, kann doch nicht wahr sein. Wir haben gedacht, wunders was, Gratulation oder so kommt nicht. Auf der Wache zurück hieß es sofort, hey, ihr zwei, sofort zum Chef kommen. Der will euch sprechen. Oh wei, haben wir was verkehrt gemacht? Nein, da wurde uns gratuliert und es wurde natürlich gesagt, Jungs, eure erste Geburt, ihr müsst allen einen ausgeben. Das war so eine kleine Episode. Übrigens, der Rettungsdienst hat sich im Laufe der Jahre ja gewaltig verändert. Wenn man die Zeit von früher nimmt und die von heute, das ist der Wechsel von einer Galaxie in die andere. Also nicht nur die Ausbildung, auch die technische Ausstattung und die Fahrzeugausstattung, also medizinisch und fahrzeugtechnisch. Unwahrscheinlich. Und da ich ja selber auch sehr früh als Rettungsausbilder, ich nannte mich dann schon Rettungsausbilder, den Rettungssanitäter gab es noch nicht, aber als solcher da sah, musste ich erst mal feststellen, es gab keine wirklich guten Lehrunterlagen. Gut, das Rote Kreuz und andere hatten da so kleine Heftchen, das war aber genauso spärlich wie die Feuerwehr mit ihren Auslagen. Also war ich Dauerkunde in der Stadtbibliothek, habe mir medizinische Fachbücher ausgeliehen, habe mir selber Lehrunterlagen erstellt und mit denen über viele Jahre gearbeitet und auch gut gearbeitet. Und dann gab es ein zweites Manko. Mehr und mehr wurde man ja mit Dingen beauftragt, wo so eine Rechtsunsicherheit herrschte. Was dürfen wir noch, was dürfen wir nicht? Also man durfte zum Beispiel auch viele Jahre später noch immer nicht Infusionen anlegen, geschweige denn Medikamentengabe verordnen oder weitergeben an den Patienten. Aber das änderte sich im Laufe der Zeit. Und da war eine Rechtsunsicherheit. Und es gab zwar schon das Rechtsamt, aber keine Unterlagen für uns. Also habe ich mich da auch mal kundig gemacht und bin tatsächlich auch in andere Städte geschickt worden von der Feuerwehr Düsseldorf, um da einen Rechtskundeunterricht abzuhalten. Ob der den damaligen Maßstäben wirklich 100% gerecht wurde, vermag ich heute nicht mehr zu sagen. Aber wir hatten zumindest was, eine Basis, wo man sagte, okay, darauf kann man arbeiten. Und dann ist später allerdings das Rechtsamt da eingestiegen und hat, ich sag mal, korrektere Nägel mit Köpfen gemacht. Aber diese ganze lange Zeitphase, die ich neben meiner Tätigkeit als Feuerwehrmann im Alarmdienst, im Einsatz für den Rettungsdienst gemacht habe, die war auch toll, nicht? Allerdings hat das meinen ersten Wachvorsteher auch manchmal genervt. Da war ich noch in Oberkassel auf der Feuerwache und unsere damalige Schule war ja auch in Oberkassel. Jetzt kam ich aber an die Feuerwache 3 auf der Münsterstraße und musste immer von dort an die Schule fahren, beziehungsweise gebracht und abgeholt werden. Und das hat den genervt. Der war dann heilfroh, als ich endlich wieder nach Feuerwache 2 versetzt wurde. Und da brauchte ich nur vom Alarmbereich in den Unterrichtsbereich rüberwechseln. Da war ich natürlich in der Zeit freigestellt. Und später, in den 60er Jahren war es, glaube ich, da wurde ja die Feuerwache 6 gebaut mit der neuen Feuerwehrschule und auch der Rettungsassistentenschule. Und dann war es nur eine logische Konsequenz, dass ich dahin gewechselt hatte. Und ja, Da war auch schon die Zeit, wo man Rettungsassistent wurde, beziehungsweise erst Rettungssanitäter, Rettungsassistent. Aber von den anfänglichen 40 Stunden meines Beginns, 40 Unterrichtsstunden in der Ersten Hilfe, hat es sich so weit gewandelt, dass man heute 3,5 Jahre hat. 3,5 Jahre. Wobei ich muss sagen, ich hatte schon das große Glück, auch eine gute Ausbildung im Krankenhaus zu bekommen und eine Zusatzausbildung auf der sogenannten K12. Das ist die Kinderintensivstation der Uniklinik, denn die Feuerwehr war später schon so weit, die fuhr ja zu Notfällen, Kindernotfällen, mit Fachärzten aus dieser Klinik und das nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch in den Bezirken rundherum. Also da war schon ein ganz großer Schritt gemacht worden und wie gesagt, die Ausstattung der Rettungsfahrzeuge, wo man vorher eine Krankentrage eingeschoben hatte, ein Krankenfahrstühlchen und einen kleinen Holzköfferchen mit Sanitätsbedarf, also da liegen Welten zwischen. Heute machen sie EKG-Ableitungen, sie geben Infusionen, teilweise auch Medikamente, also das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, im Grunde genommen, ich knüpfe nochmal an das an, was ich eben gesagt habe. Als ich auf die Wache kam, da war im Rettungsdienst eben noch, naja, viel Grauzone, sage ich mal. Trotzdem war die Feuerwehr schon führend gegenüber den meisten Hilfsorganisationen. Aber die Steigerungsrate dessen, was man erlernt hat und auch anwenden konnte dann bei den Patienten, die wurde rasant gesteigert, muss ich sagen. Also ich wiederhole mich zwar, aber die anfänglich spartanisch ausgestatteten Fahrzeuge verwandelten sich im Laufe, man muss allerdings einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren ruhig mal benennen, in diese, na sagen wir mal, Hightech-Fahrzeuge mit hochgradig super gut ausgestatteter Medizintechnik. Also ein heutiger Rettungswagen ist ja eine kleine rollende Intensivstation. Und damals waren wir 1975 davon meilenweit noch entfernt. Aber heute, die Jungs und Mädels, sage ich mal, lapidar, oder die jungen Männer und jungen Frauen, die also im Rettungsdienst auch mit tätig sind, die sind natürlich top ausgebildet. Das sind im Gegensatz zu meiner kleinen Episode heute halbe Hebammen auch. Also das ist eine phänomenale Entwicklung. Mein Beruf habe ich insgesamt unheimlich geliebt. Es gibt ja so eine Sache, da sagt man, wenn man den Feuerwehrbazillus einmal geschnuppert hat, dann wird man den nicht mehr los. Das ist also eine der schönsten Infektionen, die man überhaupt bekommen kann, um im medizinischen Bereich zu bleiben. Dagegen gibt es keine Impfung und wenn es eine gäbe, würde man die ablehnen. Die Entscheidung, Feuerwehrmann zu werden, war die beste meines Lebens. Ich wollte ja vieles werden. Ich hatte sogar schon einen Studienplatz an der Folkwang-Hochschule für Kunst. Dann wollte ich Lehrer werden. Hallo, ich bin Ausbilder geworden. Viel besser noch als Lehrer. Nichts gegen Lehrer. Aber nee, da hat alles gestimmt. Da hat alles gestimmt und ja, würde es nie anders machen wollen.